Mit dem Schall des ersten Startsignals verwandelt sich die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in ein pulsierendes Zentrum der Emotionen. Denn der Landesentscheid Berlin, welcher im Rahmen des deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen der Jugend stattfindet, bringt die 10 besten Vereine der Stadt zusammen. Es ist schön, mit der ganzen Gruppe und mit seinem Team mal eine Staffel zu machen, alle zusammenzuarbeiten. Es ist nicht so, dass wir diesmal alleine wie normalerweise schwimmen, sondern für uns alle schwimmen. Die Vielfalt der Altersgruppen führt zu einer breiten Palette an Fähigkeiten. So erstrecken sich die Wettkämpfe von rasanten Schmetterlingsstrecken bis hin zu anspruchsvollen Herausforderungen im Rücken- und Lagenschwimmen. Es war sehr motiviert und es war auch sehr aufregend und auch immer, man hat immer schon im Kopf gedacht, du schaffst das, und dann hat man sich auch immer selbst noch vorm Start motiviert. Schnell wird klar, dass hier bemerkenswerte Geschichten geschrieben werden. Sei es ein unerwarteter Sieg, der das ganze Team überrascht, der magische Augenblick des ersten Staffeleinsatzes vor Heimpublikum oder das Übertreffen persönlicher Bestzeiten. In diesen Momenten entfaltet der Schwimmsport seine wahrhaft einzigartige Anziehungskraft. Ich finde es auch super, dass wir die Vorbilder für die Kleinen sind. Und weil wir auch früher selber klein waren, ist es toll, dass wir jetzt so, dass wir selber welche sind. Und ja, darauf sind wir stolz und ich hoffe, es bleibt auch so weiter. Doch was ist eigentlich das ultimative Ziel des Wettbewerbs? Natürlich die Qualifikation für das Bundesfinale in Wuppertal im Dezember. Dort können sich die Berliner Sieger in aufregenden Staffelrennen gegen die Besten aus den anderen Bundesländern beweisen. Da werden wir allerdings heute noch keine Entscheidung haben, weil das Qualifikationszeitfenster bis zum 26.11. geht auf Bundesebene. Und im Anschluss wissen wir auch, welche Berliner Teams mit dabei sein werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Wuppertal auch mehrere Berliner Mannschaften dabei haben werden. Aber was den Landesentscheid wirklich auszeichnet, ist der Teamgedanke. Die jungen Athleten jubeln einander zu, pushen sich zu Höchstleistungen und teilen die Freude über jeden gemeinsamen Erfolg.